Regenschirm oder nicht Regenschirm? Eine Grundsatzfrage, mit der Sie sich morgen konfrontiert sehen. Denn zu dem stetigen Niederschlag gesellt sich ein kräftiger Wind. Da wird es schwer, sich trocken zu halten. Am Donnerstag sind sie zurück, die leichten Regenschauer, und sie lassen auch nicht lange auf sich warten, sondern starten gleich vormittags. Gegen Mittag kommt dann noch ein kräftiger Wind dazu, sodass sich die verhältnismäßig milden Temperaturen von bis zu 6 Grad gleich wieder kälter anfühlen. Nachts bleibt es windig, gebietsweise beginnt es zu schneien. Freundlichere Aussichten fürs anstehende Wochenende. Schon am Freitag lässt sich die Sonne mal wieder blicken, bevor sie sich im Laufe des Samstags langsam ihren festen Platz am Himmel zurückerobert, den sie am Sonntag bei nur wenigen Wolken voll auskostet. Was der Sonne allerdings noch fehlt, ist Kraft. Das Quecksilber schafft es nur knapp in den Plusbereich.